Willkommen, Freunde des blutigen Ballsports, hier in der Arena von Blood Bowl 2. Auf dem Kanal von Whiting Bull zeigen wir euch die zweite Hälfte eines gar spannenden Spiels aus der Blood Bowl Liga. Genau genommen aus der 3B der Blood Bowl Liga. Und zwar das Spiel Durins dunkle Kinder gegen die unbeachteten Heldinnen, gecoacht von Moschen und Elra Kadusch. Meine Wenigkeit ist Durin. Und das ist mein charmanter Mitmoderator Zatun. Einen wunderschönen Abend oder Tag, wann immer ihr es auch seht, von eurem Zatun. Eine wunderschöne Zeit. Nun ja, eine blutige Zeit. Ja, nur wir haben schon, wir hatten schon einen, ja, wir hatten einen Toten, das hat uns sehr gefreut. Wir hatten einige riskante Szenen, zwei Touchdowns. Dass es generell eine Tote und eine Verletzte gab, freut uns natürlich sehr. Blut über Blut und ne, Blut für den Blutgott. Aber wer hier tot liegt, das stimmt mich wirklich, wirklich traurig. Ja, die arme Kaylin aus der schönen Serie Firefly. Wieder ein paar Sekunden Trauer für unsere ewige Heldin. Richtig. Wer Firefly kennt, der wird unsere Gefühle nachvollziehen können. Wer es nicht kennt, dem sei gesagt, guck es dir an. Guck es dir an und jeder wird mit dir in der Kabine verschwinden. Okay, den Satz lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sag du mir, dass du die nicht toll fandest. Natürlich. Ich war verknallt in Kaylin. Und Durins Kinder kriegen jetzt den Blitz. Guck euch dir das an. Okay, das ausgleichende Gerechtigkeit. Das nenne ich Symmetrie. In der ersten Halbzeit waren es die Amazonen, die zum Start den Blitz bekamen. Jetzt sind es die Chaoszwerge. Es ist halt wirklich die Frage, was wird Moschen daraus machen? Ja, Moschen wird Moschen. Das wieder mal. Genau. Ich bürger das ein, ja, ja. Ja, bürger das mal ein. Bürger das ein. So. Genau. Und der Ball geht nieder, relativ nah an der Kampfzone. Und jetzt bin ich gespannt, was die Amazonen machen. Sie bringen sich in Position auf der rechten Flanke. Ei! Ei! Eieiei, aber er hat Gott sei Dank auf jeder Block. Er ist ja vorbereitet. Die Einwürfelblocks rollen da. Ja, auch. Oh, yo, yo. Das ist hart. Jetzt die Ballaufhänge mal. Ja, ich glaube, die stellt sich nur dabei. Jetzt kommt die Werferin. Und der Ball ist in der Hand. Schön, wie sie den mit dem Fuß hochhebt. Und da wird weggedotzt. Sehr elegant. Und tolle Frauen. Ja, sowieso. Also die den Namen nach und Amazonen generell. Boden. Da wird auch kein Rio gezündet. Alles gut. Genau. Aber trotzdem, ich glaube, ja, obwohl es war, glaube ich, eine der letzten bewegungsfähigen Spieler. Also von daher hat er eigentlich alles durchgesetzt. Was er absolut. Er hat ja, guck mal, er hat zwei Rerolls und die kann er jetzt noch nicht rausholen. Und da auch ein Double Sky, ne? Das hätte dir in der ersten Runde passieren können, lieber Moschen. Wenn das da passiert wäre, wäre der Touch schon nicht durchgekommen. Genau, hätte den Ausgleich nicht geschafft. Weil jetzt hängt natürlich alles auf am seidenen Faden. Wer macht als erstes wieder einen Touchdown? Wer setzt sich durch? Erfahrungsgemäß ist es ja so, ne, viele, die Fußballfans sind, wissen das. Wer das erste Tor macht oder in dem Fall den ersten Touchdown, der verliert oft. Das ist statistisch tatsächlich wirklich so. Das kann ich nur bestätigen als langer und leidgeprägter FC Köln-Fan. Naja, ich fange jetzt besser gar nicht an, darüber mit dir zu reden, dann werden wir uns hier nur zerfleischen. Ach, alles gut, alles gut. Ich bin Kölner und stolz drauf. Ja, kannst du ja auch sein. Und ich bin Leverkusener und stolz drauf. Also da kriegen wir sowieso Probleme. Kriegen wir noch Probleme, mein Freund. Lassen wir das lieber. Genau. Hermine Granger, da ist sie doch. Ich dachte, sie wäre gar nicht mehr in der Mannschaft, aber da ist sie. Genau, Hermine Granger haben wir gerade zu Boden gehen sehen. Aber der liebe Moschen lässt hier auch echt nichts anbrennen. Es ist wieder ziemlich geknubbelt hier. Und es wird spannend, ob die Amazonen den Ball hinter die Linie der Zwerge bekommen. Aber man sieht jetzt auch gut. Für Leute, die... Oh, das ist hart. Azog der Weiße. Mit
8 SSP tot. Man muss ja dazu sagen, Azog der Weiße ist ja schon der Nachfolger von Azog. Also das ist schon der zweite in einer Reihe. Und jetzt ist der auch noch tot. Also oh, da geht's aber auf die... spart dieses Spiel nicht. Da ist wieder die Einwürfelbox. Man sieht, die geben sich nichts, die beiden. Das ist soweit richtig, ja. Einwürfelblock, Einwürfelblock. Ja, du kriegst halt hier aber auch nicht viel mehr zusammen, ne? Also es, nee, definitiv nicht. Bei den Verhältnissen. Oder? Oh, wie viel unterstützen? Also es ist einfach, es wird einem schon schwindelig, wie viele Schilde man sieht. Und wieder ein Kampf. Was passiert noch? Das wird es wohl gewesen sein. Da haut der Moschen zurück, ne? Wieder mit unterstützen. Damn! Damn! Beide Seiten. Und da kommt der nächste Schlag. Sie wollen ihren Bruder rächen, der tot am Boden liegt. Man sieht es ganz. Cameron Phillips, ja. Sie liegt auch oft am Boden. Wer die Serie kennt, weiß, worauf ich anspiele. Ja, definitiv. So, jetzt... Genau. Ausweichen und standfest und nochmal standfest und nichts passiert. Das ist natürlich bitter, dass er jetzt hier nicht schieben kann, weil er auf den standfesten Spieler schiebt, also auf die standfeste Spielerin. Es ist schon so, dass Moschen jetzt hier stark die Kontrolle im Mittelfeld übernimmt. Jetzt muss er eigentlich nur noch den Ball aufheben und ihn auch hier wegschaffen. Na gut, aber jetzt werden die Elfen wieder, die verzeiht, die Amazon natürlich zurückschlagen. Man sieht jetzt, der erste Zwerg liegt wieder am Boden. Das ist die androgyne Gestalt. Du bist immer wieder verwirrt von dieser androgynen Gestalt, dass das Elfen sein. Ja, ich bin das nicht gewöhnt. Ich bin ja Nörgelcoach und meine Jungs, die sabbern nur vor sich rum. Die ne? Da sehe ich sowas nicht. Sabbern und haben Ungeziefer um sich rum. Ja, so gepflegte Amazonen, das bist du gar nicht gewöhnt. Auf keinen Fall. Aber du als Ork-Spieler schon, oder? Ja, total. Als Ork-Spieler bin ich filigrane Gestalten gewöhnt. Total. Aber wir sehen hier wirklich ein interessantes Spiel. Klar können man jetzt sagen, ach, wir wollen Laufspiel sehen und andere Bereiche. Denn bei mir ist die Verbindung getrennt. Du. Bitte was? Bei mir ist die Verbindung getrennt. Was heißt Verbindung getrennt? Achso, du hast TeamViewer. TeamViewer ist ausgegangen. Versuch mal wieder beizutreten. Liebe Zuschauer, der liebe Zettoner muss noch mal beitreten, um zu sehen, was ich sehe. Sonst ist er eher blind und muss sich auf mein Urteil verlassen. Deswegen versuche ich auch direkt wieder reinzukommen. Genau. Wir müssen ganz kurz warten. Da ist er schon wieder. Einen Moment. So. Bin wieder drin und sehe wieder alles. Und ist... Moment, ich muss dich runterdrosseln. Einen Moment. Weil du bist nicht nur wieder drin und siehst wieder alles, du hast auch wieder deine normale Lautstärke, glaube ich. Nun gut, dann lassen wir uns auch wieder aufs Spiel konzentrieren. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück, damit wir die Situation analysieren. Es tut uns nochmal leid, dass wir hier die kurze Unterbrechung hatten. Ach, das ist aber ja nicht schön. Die Zuschauer Technik. Das. Technik braucht halt seine Zeit. Gut, man sieht jetzt wieder Moschen, der richtig vorgeht. Genau. Damit schön unterstützen. Moschen hat da auch ein Händchen für. Ja, das ist enorm, was er hier bringt, muss ich sagen. Cat Austin, K.O. Da wird nicht mehr viel stehen später. Sarah Lance liegt auch am Boden. Genau, da muss man. Und da ist das Ringen gebrockt. Wird am Ende dieser Runde noch eine Amazone stehen? Man weiß es nicht. Zwei. Man weiß es nicht. Da stehen die Amazonen wieder auf. Die können was einstecken, die Mädels. Das sag ich dir. In mehr als einer Hinsicht. Auf jeden Fall. Die können gut prügeln. El Rakadosh hat bewiesen, dass er ein guter Spieler ist. Und kriegt wirklich auch einige Spiele hin. Sehr gut. Aber dieses Spiel ist sehr, sehr hart und sehr, sehr prügellastig aus dem Mittelfeld. Ja, er muss jetzt einfach... Er muss jetzt bald ausbrechen, sonst werden die Zwerge ihn schlicht und ergreifend zermanschen. Jetzt auch Ballaufnahme und Misslungen, so ein Pech.
bekommt und es klappt. Jetzt wird er raus und er versucht weg. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Ich will einfach nur weg hier. Wäre jetzt vielleicht nicht der Zauberer gut gewesen auf die riesige Masse an Zwergen dort? Dann hätte ich den einen doch von mir geopfert und den Zauberer drauf gehalten. Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, El-Rakadosh hat da noch weitergehende Pläne. Zauberer wird oft nicht eingesetzt von den meisten Spielern, was ich sehr schade finde. Ich habe so oft einen Zauberer gegen mich und viele Spieler nutzen ihn gar nicht. Deswegen frage ich mich auch, warum sie ihn sich holen dann. Vielleicht als Nachtwache hat mir da gesagt, manchmal nutzt es als psychologische Kriegsführung. Ganz einfach. Dass man nicht so viele Kitsche braucht. Die Möglichkeit, ihn einzusetzen. Das ist dann so für den Gegner manchmal schon stark genug. So, aber jetzt kommt der Blitz auf die Ballträgerin. Und da muss der Reroll sein. Genau. Aber? Reroll kommt jetzt. Aber sie hat ja Ausweichen. Also sie ist eine Plotscherin, was die Mindy McCready ist einfach klasse. So. Da braucht er viel, um Mindy auszunocken. Da ist der sprintsichere Junge nicht mehr so sprintsicher. Genau. Moschen hat wieder zwei Rerolls weg. Die halbe Halbzeit ist um. Er teilt sie sich sicher immer so auf. Zwei in der ersten Hälfte, zwei in der zweiten. Und da rennt sie nach hinten. Hier merkt man übrigens, und da haben wir zu gierig. Da war er zu gierig. Aber ich meine, man weiß, woran es liegt, ne? Also, um das hier nochmal festzuhalten, weil wir ja früher in dieser Aufnahme schon die Verwirrung hatten mit Elfen und Amazonen. Das ist halt der entscheidende Nachteil, den Amazonen gegenüber Elfen haben. Ihre mehr als nur durchschnittliche Bewegungsreichweite. Dadurch können sie halt bei weitem nicht so davonlaufen, wie es Elfen oder auch Skaven können. So, da hat er jetzt noch den zweiten Go for it genommen. Obwohl er schon seinen Riesen hat. Ja, das zwei in Sinn hintereinander kommen, ist auch nicht immer so. Ja, außer man soll nie sagen, ne? Nee. Außer man heißt hier so ein Arzent, der da und seine Einsen wirft. Kleine Seitenhieb, ja, mein alter Freund. Genau, streue ihm noch Salz in die Wunde. Ja, er weiß, wie ich bin. Ja. Der Blitz, er versucht jetzt, er muss jetzt. Er wird auch einen Reroll einsetzen. Sonst ist sie weg. Ja, und er hat es natürlich jetzt auch geschafft. Und das der Ball klar. Geht raus, scattert hier rüber in die Mitte. Ja, ziemlich genau die Mitte. Das ändert jetzt vieles. Das ändert jetzt sehr vieles. Ja, da sind aber auch noch Amazonen, die drankommen. Man wird sehen, was passiert. Gut, jetzt werden wir wieder die vielen Einwürfelblocks sehen von beiden Seiten. Boah, ich finde es so gut, dass ich nur noch gegen einen der beiden spielen muss. Du noch gegen beide. Auch die Amazonen, um die mache ich mir nicht so viel Sorgen. El-Rakadosh ist ein sehr guter Spieler, das muss ich respektieren. Aber als Ork muss ich vor den Amazonen nicht wirklich Angst haben. Oh, unterschätz ihn nicht. Tue ich er nicht. Wird sehr, sehr hart. Ich finde halt sein Unterstützen, seine Plotscher, das wird dich zum Verzweifeln bringen, glaube ich. Aber Moschen wird genauso eine harte Nummer. Und da ist kam der Zauberer. Und es sind tatsächlich alle am Boden. Nee, nicht alle. Ein Zwerg hat wieder standen. Und der wird jetzt aber noch angeblockt. und es das klappt nicht. Klappt leider nicht. Nichtsdestotrotz, interessante Anwendung des Zauberers. Und der Ball liegt genau in der Mitte, wo der Feuerball aufgetroffen ist. Überlegen gewesen, vielleicht noch eine weitere zu holen. Auch mit Dodgen. Aber er hat keine Rerolls mehr. Da hat El-Rakadosh nichts falsch gemacht. Vielleicht hätte man sagen können, er hätte hinten vorher in der Runde was noch absichern können. Aber das ist sehr viel Hätte. Da ist sehr viel Hätte dabei. Und El-Rakadosh musste handeln. Er musste jetzt handeln, um zu vermeiden, dass die Zwerge in Führung gehen. Ich fand das einen durchaus guten Zug, wenn er auch eine Spur Verzweiflung da drin war. Und jetzt haben die Zwerge aber leider immer noch genügend Zeit, einen Touchdown zu machen. Die Frage wird sein, ob die Amazonen das noch irgendwie verhindern können. Hast du... Zähl doch mal einfach nach dieser Runde, wie viel Amazonen noch stehen. Okay, also, wir haben... Okay, die Amazonen waren ja schon weit in der Überzahl. Aber sie sind jetzt, Moment, sind 14, habe ich gesagt, genau. 6 sind draußen, weil selbst die zählt ja als draußen. Das heißt, sie sind derzeit bei 8, also in Unterzahl von 3. Während auf der anderen Seite bei den Zwergen hier nur einer in Unterzahl, also 2. Also nee, Distanz keinen, weil 2. Er hat ja ein Ersatzspiel. Aber wenn du mal siehst, wie liegen denn die Spieler? Oben rechts liegt einer, den kann er nur mit Rausdotschen wegholen. Der ist schon mal gebunden, die Amazone. Das hat er hier im Mittelfeld Amazonen liegen, die 5 Stück.
Die vier Stück, das, da kann er auch nicht mehr viel machen. Nee, er kann hat jetzt er auch sehr, nicht. Sehr er, Chancen. Er muss jetzt eigentlich hoffen. Er muss hoffen auf ein Wunder. Der hat noch zwei Städte Amazon. Da hat er bestimmt geflucht. Aber es ist ein sau interessantes Spiel. Ja, also interessant ist das auf jeden Fall. Aber genau darum geht's ja. Ist ja die Frage, kann El Rakadush das Wunder vollbringen? Ich habe schon ganz andere Dinge gesehen. Ja, kommt das Wunder hier noch oder nicht? So. Jetzt, was für den. Er plotscht, schafft es nicht. Und sie ist auch noch verletzt. Oh, oh, oh. Das war's. Verpasst das nächste Match vor allem. Das ist bitter für ihn, weil das jetzt ihn sogar für das nächste Spiel handicapt. Obwohl ich glaube, das war keine Schlüsselspielerin. Und jetzt läuft er eben halt davon. Also jetzt ist eigentlich der Raum durch. Ja, weil die einzige Amazone, die jetzt noch hier zum Ballträger käme, das ist die hier, die wird er jetzt wahrscheinlich blitzen. Und dann wird da nicht mehr viel zu machen sein. Ja, jetzt rennt er weg, jetzt ist es gelaufen. Ja, er hat halt auch jetzt die Möglichkeit, ne? Er muss es jetzt nicht mehr drauf ankommen lassen. Aber Moschen wird noch weiter draufhauen. Klare Taktik. Natürlich wird der noch weiter draufhauen. Also wird er die letzte Chance, die er noch hat. Und natürlich wieder Misslung. Somit haben wir, wenn jetzt nicht ein totales Unglück passiert, den Sieg für Durins dunkle Kinder. Aber man sieht ja wieder, Moschen will erst nochmal Moschen, anstatt den sicheren Sieg sich... Da sind die Doppelskulls! Das hätte da. Ihn jetzt... Das wäre jetzt mit... Gerechtigkeit gewesen. Genau, das aber wäre Gerechtigkeit gewesen, wenn das sich gerecht hätte. Hat's aber leider nicht. Und so geht der Goblin hier in die Knie mit dem Ball in der Hand. Master Kregge wieder. Master Kregge ist hier der Mann der Touchdowne dieses Spiels. Dennoch zwei sehr, sehr umstrittene Optionen. Ich bin froh, dass das Spiel so ausgegangen ist und es nicht so bestraft worden ist. Meine Güte, was für ein Spiel. Ja, und damit ist das Spiel auch schon vorbei, denn 2:1, so war dann das Endergebnis. Auf ein Todesfall auf beiden Seiten. Und erstaunlicher Unterschied in den Rüstungsbrechern, die Chaoszwerge 21 gegen zwei Rüstungsbrecher bei den Amazonen, aber die kamen auch nicht so richtig zum Angreifen, muss man sagen. Nein, die waren ja immer umstellt und durch die ganzen, geh mal auf die Statistik, dann vielleicht haben wir da für unsere Zuschauer noch was Schönes. Was mich ja sehr interessiert, seht euch die Tackles an, 31-76. Das ist massiv. Das habe ich so ganz habe ich so noch nicht gesehen. Oder was heißt schon? Ich habe es schon gesehen, aber ist nicht häufig. Aber das Laufspiel haben die Durins dunklen Kinder gewonnen. Ja, das stimmt. Was aber auch einfach daran lag, dass die Amazonen sehr oft sehr eingekerkert waren. Denke ich mir. Auf der zweiten Seite noch Schönes? Boah, 76 Blocks. Ne, also das ist halt der Spiegel quasi zu dem, was wir auf der ersten Seite haben. Und hier die erlittenen K.O.s, Ausfälle, Todesfälle, das ist halt ein massiver Unterschied. SSP-lastig war das Spiel auch. Was war das Spiel? Das Spiel war auch SSP-lastig, wenn du mal darauf gehst. Boah, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also mit 13 und 10 habe ich schon, also da habe ich schon viel mehr gesehen. Aber Master Kregge. So. Ja, also Master Kregge, keine Frage, ne? Aber wie gesagt, also ich habe schon Spiele gesehen mit auf beiden Seiten fast 20 oder sogar über 20 SSP. Also da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. SSP-technisch ist das hier ein normales Spiel, würde ich sagen. Nicht unterdurchschnittlich, aber normal. Was die Würfelverteilung angeht, fangen wir mal mit den Amazonen an. Zunächst mal hier die Aktionen.
Ja, wir haben eigentlich ein recht. Also es ist, man merkt zwar, dass zur 5 und zur 6 hin es ein bisschen dünner wird, aber ansonsten ist es eigentlich relativ gleichmäßig. Aber es ist es doch meistens. Das ist halt das Problem, weil die Verletzungswürfe vom anderen geworfen werden. Also da, sage ich mal so, schade drum. Aber man sieht hier unten, das finde ich jetzt schon, das finde ich eher zu sehen, wie viele Totenschädel denn die Seiten geworfen haben. Die unbeachteten Heldinnen haben 11 geworfen. Währenddessen unsere Zwerge, bei einmal oben weiterschalten, 24 geworfen haben. Ne? Da ist dann auch. Er hat aber auch sehr viel geworfen. Ja, es ist sehr viele Würfel hier an Blockwürfeln. Dann hat er hier noch die normalen Würfel, die sind auch ein bisschen anders verteilt, aber ist auch jetzt relativ gleichmäßig. Wirklich interessant an dem Spiel war halt vor allem, wie sehr Moschen eigentlich dominiert hat und wie er das gemacht hat. Weil Elra Kadusch ist wirklich ein guter Coach und seine Mannschaft ist auch nicht zu unterschätzen. Aber hier war dann tatsächlich mal der Wurm drin. Es war halt Schlagabtausch in der Mitte. Es war zwei Halbzeiten Schlagabtausch auf Schlagabtausch. Und das war interessant. Was ich schön fand, ist, wer die SSP noch gemacht hatte, die letzten bei ihm, bei den unbeachteten Heldinnen, das ist die letzte Frage, die ich dir nochmal stellen würde, vielleicht auch unseren Zuschauern. Kannst du denn diesen Charakter? Moment, da muss ich dann jetzt nochmal reingehen. Kate Austin, links unten, bei Ergebnis. Siehst du ja, wer das gemacht hat. Ah, okay. Kate Austin. Ich gebe dir einen Tipp. Flugzeug, Absturz, Insel. Arrow? Lost. Lost? Ja, das ist Lost. Ich muss, an dieser Stelle muss ich mich outen, ich habe Lost nie gesehen. Sünder, wenn du mich beim nächsten Mal besuchst, machen wir einen Lost-Marathon. So, und zum Schluss vielleicht noch hier der zweite Spieltag in der Liga 3B. Insgesamt haben noch zwei Spiele müssen noch gespielt werden, die Alf Buraders gegen die Kluge Truppe und die Schrebergärtner, also unser Halbling-Team, gegen die Red Party Strikers. Und die Tabelle sieht derzeit so aus. Moschen hat sich durch seinen Sieg hier nach oben gesetzt. Wird dann gefolgt von den zwei Jungs hier, Steinbeißer, Ladykiller. Wobei man sagen muss, hier die Alf Blue Raiders und die Kluge Truppe haben halt noch nicht gespielt. Da kann sich also nochmal was verschieben. Die können noch beide mitten auf den ersten steigen. Genau. Und unten haben wir halt die Schrebergärten und die Bloody Outlaws. Ne? Und ich liege auch noch sehr weit unten. Das hier finde ich schön. Ich habe ja an diesem Spieltag gegen Muri gespielt. Wir haben halt unentschieden gespielt. Wir sind dadurch hier so schön in der Mitte gelandet. Das ist ganz nett. Und hier nach unten hin geht es halt dann wieder abwärts. Hier haben wir wieder die zwei, die noch gegeneinander spielen müssen. Also ist erstaunlich symmetrisch hier die ganze Sache. Wenn diese gespielt haben, werden wir es sehen. Das ist halt auch jetzt für den Spielplan so. Ne? Die Red Party, sag ich mal, gegen die Schrebergärtner. Kannst du nochmal auf den Spielplan gehen? Ja, so, bin ich ja. Auf die Liste, aufs Board. Du meinst die besten Liste. So. Ja. Das bedeutet aber auch, was sehr interessant ist, weil, guck mal, die Zwerge oben und die Kluge Truppe spielen gegeneinander. Das bedeutet, die oberen beiden, 4 und 5, das kann sein, also einer steigt auf jeden Fall hoch oder eben auf unentschieden. Mhm. Und einer, wenn sie unentschieden spielen, steht es am Ende 4 mit 2-2. Also dann steht es 1-1-1, wie oben. Also dann wird nicht verschoben. Wenn der eine siegt, ist er mit ihm oben und der andere sinkt halt nach unten. Ja. Das ist sehr interessant. Und unten die Schrebergärtner und Red Party Strikers auch. Also es ist ein sehr interessanter Ablauf in dieser Liga. Man wird sich sehen, wie sich es noch entwickeln wird. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass es 11 Spieltage geben wird, da ist es am 2. noch nichts, noch gar nichts in Stein gemeißelt. Da werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke mir, wie es weitergeht mit der Liga, kann ich euch sagen. Guckt am besten mal ins Forum, sucht euch mal den entsprechenden Bereich der Liga raus. Da haben wir im Info-Thread der 8. Saison auch verlinkt den Liga-Manager. Das heißt, da könnt ihr euch auch die anderen Ligen mal ein bisschen im Detail angucken. Und freut euch auf die nächste Woche, denn wir haben ja, wenn wir das hier seht, haben wir ja die letzten 2-3 Wochen ein bisschen Durststrecke gehabt, was die Netam angeht. Und da möchte ich noch kurz zu sagen, das ist jetzt wieder vorbei. Die Dinnertime wird wieder jede Woche kommen und wir werden uns auch Mühe geben, dass das jetzt auf absehbare Zeit so bleibt. Nächste Woche wird euch Chipmunk begrüßen. Mit wem?
Das müsst ihr leider herausfinden. Und damit würde ich sagen, Zadona, verabschieden wir beide uns für diese Woche, oder? An all unsere Zuhörer eine wunderschöne Woche. Habt viel Spaß in der Blood Bowl Liga und viel Spaß im Forum von Writing Bull. Und bleibt strategisch.